Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier Loli für euch am Start und zwar mit einer neuen Folge Warcraft 3 The Frozen Throne. Letztes Mal haben wir ein schönes Tower Defense Spiel gemacht, in dem wir versucht haben, das Portal hier zu Mountain of Flame, Hellfire Penugia, zu halten. Und ich sehe gerade Black Citadel, Draenei Village. Ja, meine lieben Freunde, wir sind hier, ja, ziemlich sicher sogar in Draenor, beziehungsweise was davon über ist und seit dem zweiten Kriegszeug, also seinem letzten Warcraft-Teil, ist ja dieses Land, der Ursprungsplanet der Orks, verdammt zerstört worden und praktisch zerbrochen worden und ist heute nur noch als die Scherbenwelt bekannt, ein sehr trostloser Ort. Ja, an den sich anscheinend Illidan zurückgezogen hat. Und weil er nämlich den Nachtelfen geholfen hat, zu Tyrande, hat er nämlich den Zorn von Kil'jaeden auf sich gezogen, seinen eigentlichen Meister, und vor dem versteckt er sich jetzt. Aber das werden wir alles noch erfahren. Interludium, der Staub des Fremdlands. Oder Outlands, genau. Wird später als Scherbenwelt bekannt, aber da hieß es noch das Fremdland, also und weil es auf Englisch die Outlands heißt. Nach stundenlangem Marsch stehen Kel'Thas und Lady Vash auf einem hohen Plateau und blicken hinab auf die rote, kahle Landschaft des Fremdlands. Was ist das für ein trostloser Ort, Vash? Diese verwüstete Welt heißt Fremdland, junger Prinz. Mehr ist nicht mehr übrig von Draenor, der einstigen Heimat der Orkhorde. Erstaunlich. Ich erinnere mich, wie Khadgar vor Jahren die Expedition der Allianz hierher führte. Fast wäre es ihm gelungen, die Orks für immer auszurotten. Bei seinem Fluchtversuch öffnete Ner'zhul eine ganze Anzahl riesiger Dimensionsportale, aber damit hat er nur den Planeten in eine Wüste verwandelt. Ja, und nun sind wir gekommen, in den Ruinen dieser toten Welt den Meister zu suchen. Illidan, warum hier? Was könnte ihn an dieser unfruchtbaren Einöde interessieren? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir ihn rasch aufsuchen. Einverstanden. Ich brenne darauf, ihn wiederzusehen. Wenn er meinem Volk den Hunger nach Magie nehmen kann, biete ich ihm mit Freuden meine Dienste an. Sehr schön. Die Suche nach Illidan, Kapitel 4. Nach 3 Tagen erfolgloser Suche erkennen Prinz Kel'Thas und Lady Vash, dass sie sich in den öden Wildnis der Höllenfeuer-Halbinsel verirrt haben. Aber wir sind also in der Höllenfeuer-Halbinsel, das ist bei der Scherbenwelt ziemlich weit rechts. Dieser Ort ist unheimlich. Seit 3 Tagen marschieren wir und keine Spur von Leben. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, dass wir nicht allein hier sind. Sind wir auch nicht. Ich witterte den Geruch, als der Wind sich drehte. Nachtelfen, was könnten die hier vorhaben? Maiev, die Wächterin, hat geschworen, Illidan um jeden Preis zu fangen. Sie muss ihre Krieger hergebracht haben, um ihn zu hetzen. Da, Illidan liegt angekettet in diesem Käfig. Die Nachtelfen müssen ihn wohl in ihre Festung bringen. Dann müssen wir ihn retten, ehe sie in Sicherheit sind. Okay, der eingeschlossene Dämon, Helden einsetzen, um Illidans Käfig zurückzuholen. Der Käfig darf. Volk muss gerecht werden. Ah, ja, okay, gut. Das heißt also, wir laufen einfach mit unserer Welle mit. Wir müssen gar nichts machen. Ich spüre etwas. Geil. Flüchtiges. Es soll geschehen. Gut. Ah, das ist cool. Alles klar, was haben wir hier noch? Hier können noch ein paar Unholde uns angeln. Ja, aber ich jetzt gehen wir erstmal hin und holen uns den Käfig, würde ich sagen. Okay, das heißt also, das Bauen und so weiter, das. Genau. Sehr gut. Ah, ist ja easy. Alles klar. Möge das Feuer euch läutern. Gut, warum wird es plötzlich orange? Achso, weil wir nur. Ja, verstehe. Ja. Alles okay. Unser Wille geschehe.
Wo klemmt's denn? Es soll geschehen. Für die Kaiserin. Wir sollten bald weiterziehen. Möge das Feuer euch läutern. Ich bin hier. Yay. Ist mir ein Vergnügen. Sehr gut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Rache. So, jetzt haben wir auch die Ulti. Die Zeit ist knapp, Sterblicher. Ich spüre etwas. Wir müssen es von den Käfig holen. Flüchtiges ist mir ein Vergnügen. Möge das Feuer euch läutern. Illidan ist ohnmächtig. Und hier draußen dauert es zu lange, dieses magische Schloss zu öffnen. Wir müssen den Käfig ins Dorf der Drenai bringen, bevor wir ihn befreien können. So. Gehen wir mal ganz kurz zurück und holen uns noch ein paar Unholde, weil wir haben eine Menge Cash schon gesammelt. 1500. Wo klemmt's denn? Mein Volk. So, was haben wir hier? Ein Phoenix, das ist unsere Ulti. Die werden viel aus Heroes of the Storm schon können. Oder auch die WoW-Spieler unter euch. Es soll geschehen. Und auch schon, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt Pyros, nur das ist einfach der Phönix. Also. Aber eben ein Phönix, den er raufbeschwören kann. Und ich meine auch schon, genau, da wird es zu einem Ei. Und wenn man dieses Ei nicht zerstört, dann ist ciao. Dann kommt er wieder. Nicht so richtig weiß noch. Jawohl. So, mal jetzt ist fort. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Na, wo ist er? Unser Wille geschehe. Kommst du hierher? Genau. Und hier können wir Drenai, Dunkeltöter. Meine Vorfahren rufen. Ja, ist doch schön. Wo klemmt's denn? Ich tue mein Bestes. Blablabla, Ehre da, Deopolist. Niemand veralbert mich. Ja, vielleicht sollte Majev auch mitkommen, das wäre gar keine schlechte Idee. So, was ist eigentlich dieser Käfig hin? Frage ich mich gerade. Ach, da rollt er. Okay. Ich spüre etwas. Mal weg hier. Flüchtiges. Tod allen, die dem Verräter die Treue halten. Wo klemmt's denn? Sehr gut. Außerordentlich. Diese Zeit? Nasalas Name. Scheiße, Kletas ist tot. Ah, Hilfe. Okay, okay, zurück, zurück. Ich warte. Für die Kaiserin. Wir sollten bald weiterziehen. Blutelfen und Naga, eure Bastardvölker sind eine Beleidigung für alle edlen Ziele der Nachtelfen. Jawohl. Na, leider gestorben. Ich brenne darauf zu handeln. So, Tornado haben wir. Wo klemmt's denn? Praktisch wie die Windhose, die die Krallendruiden erschaffen können, nur in groß. Die Zeit ist knapp, Sterblicher. Niemand verheilt mich. Wir sollten bald weiterziehen. Sehr gut. Außerordentlich. Sehr gut. Ist mir ein Vergnügen. Es soll geschehen. Ist mir ein Vergnügen. Ich muss wieder zurück. Ich bin Hilfe. Bereit. Es sind ein bisschen viele Einheiten gerade. Scheiße. Ich bin hibbelig. Kann dieser Scheißwagen mal ein bisschen schneller rollen? Es soll geschehen. Wie kann dieser Großpapa helfen? Wo klemmt's denn? Ist mir ein Vergnügen. Mein Volk muss gerecht werden. Ich renne darauf zu handeln. Wir sollten bald weiterziehen. Ich tue mein Bestes. Ich bin dieser Spielchen überdrüssig.
Illidan gehört mir. Ich bin hier. Sehr gut. Unser Wille geschehe. Ich spüre etwas. Ich bin bereit. Ich tue mein Bestes. Mein Volk muss gerecht werden. Tod allen, die dem Verräter die Treue halten. Außerordentlich. Das ist zu leicht. Ist mir ein so, mein Elf ist tot. Auf geht's! Wir sollten bald weiterziehen. Möge das Feuer euch läutern. Rache! Sehr gut. Ja, Streitkräfte werden angegriffen. Okay, das ging schnell. Mit dem Käfig. Mein Volk ja, einmal Controller lang, die wieder abgegeben. Niemand verhält mich. Gut. Lady Varsh, die Rettung kam zur rechten Zeit. Kein schöner Gedanke, weitere 10.000 Jahre in Marjevs Gefängnis zu verbringen. Wir konnten euch nicht im Stich lassen, Lord Illidan, aber eure Freiheit verdankt ihr jenen dort. Wer ist das, Varsh? Der junge Elf kommt mir bekannt vor, aber... Sie nennen sich selbst Blutelfen, mein Lord. Es sind die letzten sterblichen Nachfahren der Hochwohlgeborenen, die euch vor langer Zeit dienten. Dies ist Prinz Kael'thas. Er und seine Brüder kamen, um eurer Weisheit teilhaftig zu werden und euch Treue zu schwören. So ist es. Ja, nun haben wir also praktisch ein Trio an ehemaligen Elfen in irgendeiner Weise. Wir haben Blutelfen, wir haben Illidan, den Halbdämon, Halbnachtelf und Lady Varsh, die halt Naga waren und Nagas waren auch irgendwann mal Nachtelfen. Das heißt also, wir haben, ja, eigentlich Elfen, Abkömmlinge, allesamt. Cooles Trio und mal gucken, was sie jetzt zu dritt erreichen werden. Bis dann, euer Olli, over and out.